Toni, am Wochenende das letzte Heimspiel in der Hinrunde. Gegner ist der FC Eilenburg, die bisher eine recht gute Saison gespielt haben. Aber bevor wir zum Gegner kommen, nochmal kurz einen Rückblick gegen Grimma. Hebler 4 Tore gemacht. Hätte noch einen Elfmeter bekommen können. Nochmal 1-2 Sätze zum letzten Spiel. War eine gute Leistung für uns in Grimma. Hat sich aber auch angedeutet, weil wir waren davor die Woche richtig gut, wo wir gewonnen haben. Und auch die Niederlagen davor, wo wir in Jena knapp verloren haben und wo wir auch in Gersdorf knapp verloren haben. Die Leistung war auch richtig gut. Und es hat sich ja so angedeutet, dass wir jetzt auf einem richtig guten Weg sind. Und jetzt sind wir vom Gefühl her richtig drin. Die Abläufe passen wieder. Andy hat natürlich einen guten Tag erwischt. Und wenn wir es schaffen, ihn zu füttern und wenn alle anderen auch eine sehr gute Leistung bringen, dann ist mit uns immer zu rechnen. Und deswegen malen wir jetzt natürlich uns auch was gegen Eilenburg aus. Ja, wie sieht es dann aus? Haben wir verletzte Spieler? Wie ist die Woche gelaufen? Wie haben die Jungs trainiert? Natürlich jetzt hochmotiviert, wahrscheinlich auch durch den Sieg gegen Grimma. Ja, motiviert sind sie eigentlich immer, egal ob man gewonnen oder verloren hat. Aber jetzt ist man Tick selbstbewusster, wenn man die ersten 3 Auswärtspunkte geholt hat und das noch mit 4 Toren in Grimma. Grimma war bis dahin ja auch eine richtig gute Mannschaft. Verletzungsbedingt nach wie vor, die Kontaktbrüder sind nicht da. Tom Landmann ist jetzt zurückgekommen, hat gestern trainiert, wird heute nochmal trainieren. Gerste war krank gewesen bisher, aber ich glaube, dass es am Wochenende gehen wird. Eigentlich können wir aus dem Vollen schöpfen, weil Erich Jeschke wird wieder für Sven Konzak auf der 6 spielen, Wesslin auch. Wesslin kommt morgen erst zurück, der war in Barcelona gegen Dortmund, hat er sich das Spiel angeguckt. Ja, aber eigentlich sind alle Mann an Bord und wir können aus dem Vollen schöpfen und alles raushauen im letzten Heimspiel, was geht. Ja, wenn wir einen Blick auf den kommenden Gegner Eilenburg werfen, gegen Eilenburg haben wir eigentlich bis jetzt immer recht gute Spiele gemacht. Allerdings ist Eilenburg natürlich auch eine Hausnummer, die haben eine sehr gute Saison bisher gespielt. Allerdings die letzten 4 Spiele unentschieden, wobei man jetzt sagen muss, es waren schon recht gute Gegner. Was sagst du zu Eilenburg? Ja, Eilenburg ist eine super Mannschaft, die haben irgendwie von allem etwas, die haben eine gute Technik, eine gute Athletik, haben 2 sehr, sehr große, kopfballstarke Spieler an den Reihen, ich glaube die größten in der Liga. Für mich hat Eilenburg, oder für mich zählt Eilenburg, oder vor Saison habe ich gesagt, dass Eilenburg mit Luckenwalde zu meinen Aufstiegsfavoriten zählt, hatten auch, wie du schon gesagt hast, die letzten 4 Spiele leider unentschieden gespielt, aber davor waren sie richtig stabil. Wobei man gegen Jena und gegen Ruderstadt natürlich auch mal unentschieden spielen kann. Deswegen Eilenburg ist für mich nach wie vor einer der besten Mannschaften mit Luckenwalde der Liga. Wobei wir letzte Saison gegen Eilenburg 4 Punkte geholt haben. Wir haben dort etwas glücklich 1-0 gewonnen und haben dann hier zu Hause unentschieden gespielt. Eilenburg, echt starkes Team. Wir müssen alles rausfeuern, was wir haben, um dort was Zählbares mitzunehmen. Aber wie gesagt, wir sind aktuell gut im Flow, wir sind gut drin, die Abläufe passen, die Zweikämpfe nehmen wir gut an. Mit uns ist immer zu rechnen, auch gegen Eilenburg. Ja, Toni, vielen Dank und viel Glück fürs Wochenende.